Dies heute willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es gibt einen kleinen Berlin-Vlog. Die Cologne Boys sind auf dem Weg nach Berlin. Den Victor mussten wir aufgrund seiner extra Wursthaftigkeit noch in Düsseldorf abholen. Und jetzt machen wir uns auf jeden Fall eine schöne Zeit da. Es gibt diverseste Events, die uns auch erwarten. Und zwar einmal die Reezy-Tour. Der Bro hat gerufen. Also wir hätten natürlich auch in Köln gehen können, aber das wäre ja zu einfach. Dann gibt es einen Timeless-Pop-Up. Schrägstrich eine Ausstellung von denen. Auch sehr krass. Werden wir auch später hingehen. Und ansonsten, ja, ihr kennt es, ein bisschen mal fremde Vibes genießen. Nicht immer dasselbe. Die machen Ehrenstraße einfach jetzt zur Fußgängerzone. Das hat mich persönlich sehr abgefuckt. Deswegen ja, ein bisschen Kudamm, essen, shoppen. Mal gucken, was so geht, ne? So, spontanes Fashion-Quiz. Wir haben uns überlegt, wir werden ein Fashion-Quiz aus 3 Fragen in diesem Vlog verteilen. Erste Frage beginnt jetzt. Also, wie viele Kleidungsstücke werden in Deutschland im Jahr pro Person durchschnittlich gekauft? Boah, wir hatten sowas mal mit Schuhen, ne? Ja. Kleidungsstücke pro Person. Pro Jahr, also wie viel in Deutschland? Ja. Also da gibt es halt Leute wie uns, die den Durchschnitt ein bisschen annehmen. Dazu gehört halt auch so Socken und sowas, ja, oder? Ja, okay. Jetzt erst mal zu überlegen. Ich hab schon was. Okay, ich hab auch was. Jeder zeigt seine Antwort jetzt in die Kamera. Also. Was hast du? 76. Boah, ich hab 40. Was ist? Die Antwort ist, und damit hat Victor gewonnen. Nein! Die Antwort ist 60. 60? Victor, krass. 16 Kleidungsstücke entfernt und Justin 20. Okay, 1-0. Ja. Die letzte Frage gibt 8 Punkte, ne, Jake? Okay, dann, ja. Wir sehen uns ja gleich wieder. Sehen uns ja gleich wieder, genau. So, wir haben uns jetzt hier Healthy Food geholt. Von so grün. Sieht man dann, dass die Tüte halt grün ist. Und ja, es wird jetzt erstmal verteilt hier. Hast du das gehört? Er meinte, wo hast du deinen Rolls Royce gelassen? Langstrecken drum. Unreleased. Drip check. Victor Brown Drip Check. Prada. Okay, okay, Travel Essentials. Keep it cozy, man. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, wir sind hier im Zimmer. Alles, was man braucht für eine Nacht. Mit einem relativ nicen Ausblick. Ich fand es doch ein bisschen zu viel Baustelle draußen. Habe ich das zugemacht. Aber kann man wirklich nicht meckern. Ja, Bett, Fernseher und dann habe ich hier ein Bad mit so einer Schiebetür. Die ganze Wand lässt sich schieben. Und das war eigentlich immer übertrieben. Da kann man direkt bald auf Astoria draus. Und ansonsten hier Dusche, hier Toilette, hier Surf. Ich glaube, wir haben Koop mit Aesop, auch sehr gepflegt. Und ja, by the way, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, mein latest Pickup, kann ich mal hier gerade zeigen, die Infinity Link Chain, die Gigi und Co. mir gemacht hat. Ich mache die mal gerade nach oben. So sieht die aus. Wirklich geisteskrankes Piece geworden. Übertrieben heftig, wie die hier aus so einem Licht glitzert. Vielleicht kannst du mal gleich ein bisschen mit dem Fokus spielen, dann sieht man das auch noch schön in der B-Roll. Ja, Mann, aber das ist auf jeden Fall übertrieben heftig. Und jetzt kann ich halt auch beide Pendants übereinander tragen. Einmal diesen runden Mexiko Pendant mit dem Adler und der Schlange. Plus halt das P. Ich wollte jetzt den Mexiko-Pendant nicht auch noch anziehen, weil das geht alles in allem dann wirklich, also jetzt ernst gemeint, ein bisschen auf den Nacken. Ja, aber wenn man ein bisschen kürzer unterwegs ist, dann kann man das auf jeden Fall mal zusammen auch rocken mit beiden Pendants. Und so von der Länge her und so ist sie auch perfekt. Sehr, sehr krasses Piece. Danke an Gigi und Co. Wie immer, sehr zufrieden. Habe ich jetzt natürlich nicht for free bekommen oder so, aber ich gebe natürlich Hack, wem Hack gebührt. Ne? Victor, der Einzige wieder mit Verspätung. Wir wollen jetzt erstmal kurz in die Stadt was Kleines essen. Ne, essen hätten wir auch, ne? Ich hab nicht so Hunger, aber wenn du willst, können wir was essen. Ah ja, stimmt, wir haben ja eben Meckes gegessen. Ja, okay, mal gucken, ob wir was essen. Aber ein Käffchen ist auf jeden Fall drin. Ein paar Läden abchecken und hoffen, dass bis dahin auf jeden Fall der Victor auch noch kommt. Das war nicht abgesprochen. Ja, und auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt.
Ausbeute, ein bisschen mau heute. Boah, das ist gereimt. Also, herzlich willkommen zur zweiten Runde vom frischen Quiz. Wie, schon wieder, Alter? Ja. Oh Mann, ich war so lecker Kuchen am Essen, Mann. Also, wir gehen zurück ins Jahr 2019. Ja. Die Frage ist, könnte man auch 2022 stellen, aber wir haben hier die Studie aus 2019. Okay. Und zwar, für wie viel Geld haben Deutsche im Jahr 2019 Schuhe gekauft? Oh. Also sozusagen, wir müssen jetzt rechnen, wie viele Schuhe insgesamt. Nee, ihr müsst und nur den, wie viel sozusagen einer im Durchschnitt wert war und den Gesamtpreis. Theoretisch, genau. Also quasi die Gesamtsumme, wie viel Geld? Okay, also wir wissen, 60 Klamottenteile haben die gekauft im Durchschnitt, ne? Circa. Und davon würde ich mal sagen, sind 8 Schuhe dabei. Wenn wir mal tippen. Und dann rechne ich mir jetzt einen Schuhwert aus. Ist ja jetzt die Frage, ob du mir jetzt eine Falle hier stellen willst. Ach so. Ja. Das kann ja nicht sein, meine Zahl wird nicht angezeigt. Ja, meine auch nicht hier beim Rechnen. Ja, okay, ich sag jetzt was. Ne? Jetzt müsst ihr Dings dann. Ich hab was. Victor hat noch nichts. Doch, theoretisch schon. Okay. Ich sag einfach nur was. Okay, sag was. Also, ich glaube, das soll 2,8 Milliarden sein. Ja, ich wollte 1 Milliarde sagen. Ich dachte, eigentlich wäre es mehr. Aber ich konnte keine Milliarde schreiben, deswegen habe ich 999 Millionen gesagt. Ja, ich sag 2,8 Milliarden. Okay. Wenn Victor ja gewinnen würde, wäre ja schon eine Vorentscheidung, ne? So, nee, wir spielen bis 3, sag ich mal. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass Justin diese Runde gewonnen hat. Es waren nämlich 592 Millionen. Echt? Krass. Alter, so viele gering von der So, 1-1, gleich die zweite mit der dritten Runde. Wir spielen doch best auf 3, ne, sag ich mal. So Leute, nach einer anstrengenden Kaffeezeit und schwierigen Quizfragen sind wir jetzt, bevor es zum Konzert geht, einmal bei Timeless. Die haben uns eingeladen. Die haben jetzt hier ihren Pop-Up-Store mit unterschiedlichen Assets, die die auch in der App verfügbar haben. Super crazy Sachen dabei. Ich blende euch mal ein, was da drin ist. Ey, wir haben diese Freddy Krüger Dunks. Wir haben einen Helm von Michael Schumacher, ne? Einen original signierten iMac von Steve Wozniak und Steve Jobs. Wirklich, also kranke Sachen dabei. Und ihr kennt ja alle Timeless, also Investment in bestimmte Assets, sag ich mal. Wenn ihr keinen Bock habt, euch eine AP zu kaufen, so viel Geld in ein Ding einzubinden, dann könnt ihr euch in kleinen Teilen an dieser AP beteiligen und wenn ihr im Wert steigt, dann seid ihr auch am Wertgewinn beteiligt. Ja, und ansonsten checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung, da kommt ihr zu Timeless, dann seid ihr up to date, was alle neuesten Releases und so angeht. Sehr, sehr krasse Sachen dabei und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Können wir ein Foto machen? Boah, ungern, sehr ungern. Was geht, Bro? Wie geht's dir? Was geht's dir? Ja, und selbst? Ehrenmann bist, sagst du mir jetzt schon mal die letzte Frage. Ein kleiner Scherz. So, wir haben jetzt noch einen genüsslichen Espresso getrunken und machen uns jetzt auch gleich auf den Weg zur Konzertlocation. Huxley's oder so hieß das, ne? Ich bin gespannt, wie das so wird. Ich habe schon diverse Stories von Reezy gesehen, dass da immer sehr viel abgeht und freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn wir vor Ort sind. Alle Tickets ausverkauft, Merch ausverkauft, Reezy Solo Dates. Auf dem Weg zum Hotel. Reezy hat wirklich alles auseinandergenommen. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Eindrücke bekommen. Der Tim hat sich vorne bei der Bühne rumgetrieben. Wir waren währenddessen da oben auf dieser Empore, die Reezy für uns bereitgestellt hat. Sehr korrekt, vielen Dank nochmal. Die Energie, die war wirklich da, gebündelt in Berlin. Ich glaube, der Rest hatte ein bisschen Stromausfall, weil alles da war.
Nee, aber da wirklich sehr, sehr krass. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute mit Peso auf einem Haufen gesehen wie da jetzt gerade. Das war wirklich sehr, sehr krass für mich und hat mich ultra gefreut. Mit einigen Leuten gequatscht und alle haben gesagt, boah, das ist mein Lieblingszipper. Ich habe den extra heute angezogen und so. Das macht mich sehr, sehr happy. No joke. Sehr geil, so viele von euch heute gesehen zu haben. Shoutout an alle, die in Berlin am Start waren. Und ja, Mann, das war wirklich sehr, sehr krass. Kleiner Scherz. So, Essen ist da, pünktlich um 0 Uhr. Wir haben hier, das sieht wirklich sehr gepflegt aus. Tim, das könnte deins sein. Schön. Danke. Dann haben wir hier einen Salat, Tomaten und das könnte deins sein, Tim. Victor Brown. Pasta. Wird ja empfohlen um 23.54 Uhr. Ich muss noch eine schöne Pasta reinzuknallen, ne? Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. See tomorrow. So, 8 Uhr, 10. Jetzt wird Frühstück bestellt. Natürlich wieder bei mir auf dem Zimmer. Taschen gepackt, vorbereitet. Natürlich das einzig wahre Parfum benutzt, was aktuell noch ausverkauft ist. Aber kommt bald wieder. Ihr wisst Bescheid. Und ja, wir gucken uns jetzt mal an, was auf der Karte ist. Dann seht ihr das wahrscheinlich gleich auch nochmal schön eingeblendet, was es dann zum Frühstück gab. Gut, wir haben uns jetzt hier, also Tim und ich, haben uns Ex Benedict mit Lachs bestellt. Ex Royal oder so. Und Victor das gleiche, aber mit, was ist denn das? Spinat. Spinat, okay. Ja, auch eine interessante Wahl. Und dann hier noch so einen kleinen Obstsalat, also das sieht schon sehr vernünftig aus, sag ich mal. Ging auch schnell, ne? Ja. Okay, Freunde. Justin hat einen ganz speziellen Wunsch. Ja. Nochmal was Gesundes zu essen und da sind wir wieder. Was möchtet ihr? Ich glaube zwei Cheeseburger. Oh. Ja, genau. So Leute, die alles entscheidende Runde vom Fashion Quiz beginnt jetzt. Jakob hat schon die Frage ready. Also, die letzte Frage ist, wie viele Items hat die Marke Bottega Veneta auf Farfetch gelistet? Also alles zusammen. Alles zusammen. Accessoires, Klamotten und so weiter. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Victor, bist du ein Farfetch-Shopper? Nee. Du bist Team Essence, wenn ich mich recht entsinne, ja. Ne? Ja, okay, okay. Das ist aber jetzt natürlich schlau von Justin gelöst, mich hier so während der Autofahrt abzufragen. Und nochmal hier. Das Cap. Du kannst ja aufschreiben und ich sag's dann, okay? Ja, ja, okay. Und dann sagst du es zuerst? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Oder? Okay, ich hab was. Sag, Victor. Okay, ich hätte jetzt einfach gesagt 195. Ich habe 155. Okay, Jakob, jetzt mach eine spannende Auflösung. Ich wollte am Anfang 400 oder ich so sagen. Ich wollte Mojok auch erst 300 irgendwas und dann habe ich gedacht, ja. Das ist Matchball, ne? Ich kann so viel sagen, es gibt einen Gewinner. Ja. Krass, okay, das ist schon mal krass. Und der Gewinner lautet Victor! Ja, das sind 1044 ja, okay. Teile. 1044, okay. Das ist echt krass. Krass. Ist das ist doch dein Premierensieg, Victor, oder? Ja, Mann. Ich glaube schon, ja. Oder hat Victor schon einmal gewonnen bei Fashion Quiz? Sonst wurde er halt immer abgezogen vom Fashion Lexikon, ne, Jack? Nee, krass, okay. Victor, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich werde mir den Titel versuchen, zeitnah zurückzuholen. Wir brauchen eigentlich noch so einen Wanderpokal. Ja, können ja. Wir mal machen. Ja, okay. Gut, Leute, das war's vom Fashion Quiz. Wir sehen uns, falls wir noch einen wilden Raststätten-Tourstop machen. Leute, wir sind wieder in Köln angekommen. Wie immer habe ich vergessen, das Outro aufzunehmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. War ein sehr cooler Trip. Danke an alle, die am Start waren. Also, Leute, macht's gut. Passt auf euch auf. Peace.